Ein wunderschön. Heute Tutorial mit einem mechanischen Gerät Decken runterziehen. Bin gespannt, ob das so einfach funktioniert. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber rein theoretisch, die Größe gibt es her, es müsste funktionieren. Weil es wäre dann die billige Variante für den, der sich zu Hause mal selber die Reifen abziehen möchte, dieses Gerät zu erwerben. Und damit zumindest ein, zwei Autoreifen, normale Autoreifen mit normaler Höhe. Ich rede nicht von 24 Zoll Tiefbettfelgen mit 10 J Breiten, das wird nichts. Aber mit normaler Reifen für Kleinwagen, Mittelklassewagen sollte es funktionieren. Wir probieren das jetzt. Viel Spaß dabei. Als erstes müssen wir wie immer die Decke von der Felge runterbekommen. Das machen wir mit dem Gerät, kann man in mehrere Höhen einstellen. Ich habe es mir jetzt mal so auf die Stelle gestellt, die ich brauche. Legen wir den Reifen auf und durch. So. Dann werden wir jetzt mal probieren, ob wir die Decke da runter kriegen. Es funktioniert. Und wieder da. Geht sogar einmal frei mit dem Gerät, ist zwar ein bisschen kraftaufwendig, aber was soll's. Kümmern wir uns darum, dass wir jetzt die Decke von der Felge kriegen. Decke haben wir ab, jetzt spannen wir mal die Felge hier rein. Dann müssen wir gucken, ob das so passt. Oh. Das ist ein bisschen zu groß. Man kann bei dem Gerät hier die einzelnen Größen noch umstellen. Wir machen mal zwei zurück. Kann sein, dass wir es nochmal stellen müssen. Gucken, dass die Felge jetzt hier wieder einhakt. Jetzt sind wir ein bisschen außermittig. Wir müssen noch einen Schritt jeweils größer machen, damit wir dann auch wirklich mittig von der Felge sind. Warum? Erklärt gleich. So, jetzt ziehen wir das Ganze hier fest, dass uns die Felge auch nicht wegrutscht. Jetzt erkläre ich warum. Nämlich, wir müssen irgendwie versuchen, die Decke hier hochzubekommen. Das machen wir jetzt. Die Sachen sind nämlich mit dabei bei dem Gerät. Halt, machen wir es andersrum. Also besser zu gehen. So, getan. Dann das Gerät. Und zwar müssen wir jetzt nämlich versuchen, da runterzukommen. Nämlich hier. Dass wir dann auch den da runter kriegen. Und das scheint im ersten Moment ganz gut zu klappen. Ich habe es nicht fest genug, weil jetzt müssen wir es nämlich mit Kraft rumdrehen. Das wird bestimmt ein bisschen mehr Aufwand, als ich mir denke. Warum dreht sich das denn hier? Können das ja nochmal an der anderen Seite probieren, vielleicht hier. Und drücken ordentlich. Damit runter. Aber da wird der Hebel aber ein bisschen kurz, aber mit ein bisschen Gewalt geht das nicht auf. Und siehe da, das funktioniert. Jetzt müssen wir bloß das gleiche nochmal machen, um die Decke dort runterzubekommen. Aber das sollte klar. Muss da jetzt bloß einmal hinterkommen. Dafür muss ich mir mal noch ein anderes Werkzeug hinzuholen, dass ich dahinter komme. So, das haben wir mal. Jetzt haken wir uns hier wieder ein. Wir sind wieder mit dem gleichen Ding darunter und drehen uns das. Ein bisschen Platz wird schöner, aber ist leider nicht der Fall. Und
bisschen gegenhalten. Und dann dreht auch nur die Fette. Schön. Ich hätte mir das vorher auch ein bisschen einschmieren können. Das könnte es vielleicht einfacher machen. Aber jetzt wieder durch, geht nicht. Wir drehen das nochmal weg und schmieren uns das unten ein bisschen ein. Weil dann dreht es nämlich jetzt wahrscheinlich gleich. So, jetzt hat man das ein bisschen eingeschmiert. Dann hoffen wir mal, kann ich da runterkommen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es so besser geht. Jawohl. Ein bisschen einschmieren geht das auch. Und siehe da, es geht. Ist ein bisschen arbeitsaufwendig, ein bisschen schwieriger, aber für den, der sich nicht ein automatisches oder pneumatisches Reifenmontiergerät kaufen will, funktioniert das auch. Also, alte Decke runter, neue Decke holen. Tada! Neue Decke. Einschmieren und im Prinzip einfach andersrum wieder aufbauen. Ob es so einfach ist, sehen wir gleich. Wie gesagt, nicht auf den Pinsel achten, er ist nicht mehr der Schönste. Aber er soll ja nur schmieren dran. So, im eigentlichen guten Sinne werden wir das so richtig drauf kriegen. Geht so nicht. Kommt jetzt diese Seite von dem Gerät zum Einsatz. Das hätte ich mich dann unterklemmen müssen. Das machen wir jetzt. Und dann fahren wir so gesehen den gleichen Weg ab. Geht auch nicht ganz auf, aber es funktioniert. Wir schmieren jetzt die oberste Seite ein. Auch wieder mit dem sehr guten, schönen Pinsel. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, geht das auch gut drauf jetzt. Das hoffe ich jetzt einfach mal ein bisschen festhalten, die gegenüberliegenden Seiten ein bisschen runterdrücken. Und dann mit ein bisschen Schmackofatz rum. Und was soll ich sagen, es hat nicht allzu lange gedauert. Das Gerät ist billig, es macht, was es soll. Mit ein bisschen Kraftaufwand kriegt man hier super einfachste Räder gewechselt. Ich habe es mal in die linksten reingeschrieben, wo ich es her habe. Es funktioniert, es macht, was es soll. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn ich irgendwas nicht so schön gemacht habe, auch gerne dazu. Ansonsten, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.